Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Imperion Galactic Survival. Schön, dass du heute wieder einschaltest und es ist auch wieder tagesaktuell aufgenommen. Ich wollte eigentlich gestern noch aufgenommen haben, aber ja, durch, naja, egal, habe ich es nicht mehr geschafft. Ich hatte gesehen gehabt gestern noch, dass unsere Haltbarkeit oder dass die Haltbarkeit des leichten Schutzanzuges komplett zerschossen ist. Und ja, dass der uns auch keinen Schutz mehr geben kann. Mit einem Panzerungsset von 100. Deswegen, ich hatte mich schon nämlich gewundert gehabt, warum ich so starken Damage nehme. Und das liegt einfach daran, weil, ja, die Haltbarkeit einfach abgelaufen ist von dem Scheißding. So, dann müssen wir mal gucken. Jetzt muss ich erstmal wieder hier rausfinden. Also, wir werden erstmal wieder zurück zum Schiff gehen. Und den Anzug wechseln. Und dann müssen wir uns jetzt noch einen Weg durch die Basis suchen, wie wir jetzt ins quasi in den nächsten Abschnitt kommen. Ich meine mich auch ganz dunkel dran entsinnen zu können, wo das geht. Aber wie gesagt, erstmal gehen wir zurück zum Schiff. Hatte ich eigentlich hier schon rumgeschaut gehabt, ob wir hier jegliches an Containern hier auch schon überprüft haben. Wie gesagt, sobald wir hier unseren eigenen Core drauf sitzen haben, kann ich hier auf die ganzen Container alle zugreifen. Und dann können wir die so ausleeren und auslutschen. So. Ich höre hier auf jeden Fall Geschichten, die hier hin und her laufen. Und ich bin gepanzerter Block. Das ist ein Gehweg. Ich meine, ich könnte mich auch da durchschießen. Meine ich zumindest. Oder auch nicht. dann hatte mir ein Bekannter noch gesagt gehabt, dass diese Basis hier, diese verlassene Basis hier auf Akua, Teil einer Questreihe ist. Von Clear Skies, glaube ich, soweit ich weiß. Und dass das dass hier ein sagt mal schnell, dass hier ein Admin-Kern verbaut ist. Und Admin-Kerne kann man so nicht zerstören. Das muss ich mir dann jetzt noch dann ganz heftig überlegen, ob ich das ist Box 1, da wollte ich gerade nicht hin. Ich wollte eigentlich zur persönlichen Box. Wenn ich jetzt wüsste, wo die persönliche Box gerade ist. Ich kenne mich hier auf meinem eigenen Schiff nicht aus. Das ist Fuel und Oxygen. Oh Gott. Ich mache jetzt erstmal. Ja, komm, wir machen das so. Und dann machen wir jetzt erstmal hier Inventar clearen. Madison nicht. Ich muss hier als erstes an den Freezer dran. Der kriegt die Alien-Teile, das Plasma und das. Das sind Handelswaren und das sind Goldbarren für die Box 01. Für persönlich kommt das, das und das hin. Die Wartungsdaten. Das passt alles. Und hier in die Fridge kommt hier das Futter rein. Dann war, glaube ich, im persönlichen Store. Ach nee, das war. Ah, nein, nicht da, sondern unter Armors war ein schwerer Schutzanzug. Zack. Nehmen wir mal mit. Den ziehen wir uns jetzt an. Und im persönlichen war noch ein Isolationsbooster und ein EVA-Booster. Ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Jetzt muss ich mal eben kurz eine Anzugstation finden, weil ich glaube, den schweren Anzug können wir, glaube ich, nur anziehen. So, schwerer Schutzanzug und er kriegt halt erstmal die Strahlenverbesserung hier rein und den Isolationsbooster. Die geben ja hier so keine. Oh doch, Geschwindigkeitsfaktor und Beschleunigungsfaktor. Doch, die geben hier doch Debuffs. Okay, dann. So, und dann bleibt nur der hier drin. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier überhaupt noch eine Reparaturstation habe oder ob ich sie schon alle abgerissen habe. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ah ne, die Reparaturstation. Wo könnte die denn sein? Ich weiß gar nicht, ob ich sie abgerissen habe oder nicht.
Auf jeden Fall ist ja der Nachteil des schweren Schutzanzuges, dass wir halt unheimlich viel Futter brauchen. Das ist Container. Ach, hier ist er persönlich. Ich glaube, ich habe die. Ah ne, hier ist die Reparaturstation. Ne, das ist die O2-Station. Gucken wir mal ganz kurz im P-Menü nach. Geräte. Reparaturstation. Doch, hier gibt es noch eine. Mal FAT anzeigen lassen. Wo ist sie denn? Ach, lol. Genau vor der Nase. Sehr schön. Sehr gut. Einmal reparieren, dann hat sie zumindest 292 Haltbarkeit wieder. Okay, so, wir haben noch eine epische Minigun. Wir haben noch ein Lasergewehr. Die ich irgendwie noch verstauen möchte. Also Lasergewehr, Laser-Minigun kommt da rein, Gewehrpatronen kommt hier rein. Ach ja, Schutzanzug kommt eigentlich unter Pers ach nee, unter Strahlenschutzverstärker. Ich schmeiße jetzt erstmal alles hier rein. Und hier war jetzt nochmal persönliches Pelletsies, was da Amors. Das kommt jetzt da noch einmal rein. Und dann gehe ich jetzt noch einmal ganz kurz an die Fridge und nehme die Pizza mit. Wie gesagt, wir werden ganz schnell ganz viel Hunger haben. Okay, gut. Dann gehen wir wieder rein in die Basis. Dann wollen wir das jetzt zu Ende clearen, das Ganze. Wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt, dass wir den Admin-Camp zerstören können. Ansonsten entweder muss ich die Questreihe hier machen, dass wir bis hierhin kommen und dann die Möglichkeit haben, das zu zerstören. Oder aber freunde mich mit einem Trick an, um den Admin-Kern durch einen normalen zerstörbaren Kern zu ersetzen. Das, müssen wir mal gucken. So, jetzt muss ich mir erstmal eine gemütliche Sitzposition aneignen. So, das Mikrofon ein bisschen näher ran. So, dann geht es jetzt erstmal weiter. Ich habe nämlich hier den Subwoofer mit mir hier im Weg stehen. Ich kann mir nämlich meine Beine mit mir gar nicht vernünftig ausstrecken. So, ich meine mich erinnern zu können, wir müssten einmal hier rein und dann nach dort hinten. Genau, das ist nämlich hier dann weiter vonstatten geht. Das ist ein gepanzerter Block. Man muss jetzt immer hier schön aufpassen, wenn wir halt solche Felder sehen, die könnten Fallen enthalten. Hab keine Lust hier irgendwo durchzufliegen. So. Lässt sich tatsächlich nicht zerstören. Schade. Dann gucken wir mal halt weiter. So, ich hoffe, dass, wie gesagt, dass wir das jetzt in dieser Folge klären können. Kann sein, dass ich jetzt gleich in einer halben Stunde einmal einen kurzen Cut reinsetzen muss. Ich hasse Ecken. Dass ich einen kurzen Cut reinsetzen muss in einer halben Stunde. Weil ich dann einen wichtigen Anruf kriege. Das sollte ja aber eigentlich nicht so schlimm sein, oder? Ich möchte doch eben. Ach nee. Was? Das Schiff ist schon zu weit weg? Ich hoffe, wir haben genug Essen mit. Boah, ich hasse sowas. Gehärteter Stahlblock, okay. Dann gehen wir mal weiter. Ich hoffe, dass wir jetzt genug zu essen mit haben. Weil wenn wir jetzt schon nicht mehr aufs Schiff zugreifen können. Holla, die Waldfee. Holla, die Waldfee. Ich liebe ja solche Tunnelgeschichten, ne? Und ich höre wieder diese Viecher. Weil ich wollte das jetzt unbedingt demonstrieren, wie das aussieht mit einer Basis, wenn man wenn man den Kern setzt. Da geht's lang, okay. Oder auch nicht lang. Wenn man da den Kern setzt, wie das dann mit dem Recycle und mit dem Deconstruct funktioniert. So, auf jeden Fall Alien-Container, wenn man welche sieht, auf jeden Fall mitnehmen, ne? So, was haben wir hier? Scharfschützenabgabe. Das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Oh, jetzt haben wir wieder Zugriff aufs Schiff. Das finde ich super. Ich glaube, ich nehme doch noch ein bisschen mehr Essen mit. Dann gehen wir einmal kurz in den Freezer rein. Dann gehen wir einmal in die Box 01 rein. Das brauchen wir eigentlich dort drin, dort drin, dort drin, dort drin.
Fuel und Oxy und dann in die Persönlichkeitsbox dann das dann da rein. Okay, wenn wir gerade Zugriff drauf haben, dann möchte ich auch, glaube ich, in die Medicine-Station gehen. Ach nee, wir haben eigentlich Detox-Kit und Erste-Hilfe-Paket. Da müssten wir auch eigentlich Endoparasit, Hautparasit, Gift, Bissauer-Trip, Vergiftung, Alien-Parasiten. Müssten wir eigentlich alles mit behandeln können. Nochmal ein bisschen davon mit. Strahlungsentgiftungs-, Entgiftungspillen, Horrortrip, Gift, Biss. Das Einzige, was wir jetzt nicht mit dabei haben, sind Antibiotika-Pillen. Ich kann echt kacke sitzen hier gerade. So. Moment. Sorry, Leute. So. Muss der Subwoofer jetzt mal ein bisschen weichen hier. So. Entschuldigung. So, Entgiftungspillen, Antiparasitpillen. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut ausgerüstet. Kleines Gesundheitspaket könnte eigentlich gar nicht schaden, dass wir das noch mitnehmen. Gibt zumindest 75 Punkte. Ich glaube, wir können uns mit Health jetzt gerade nicht genügend mit eindecken. Nochmal ganz kurz in die Fridge und dann futter ich mir noch ein leckeres Ratatouille rein. So, den Container haben wir jetzt gelootet. So, dann gehen wir mal jetzt ins Loch rein. Und dann gucken wir jetzt mal nach. Ob wir das heute schaffen. Stirb! Geradeaus weiter oder nach links? Ich glaube, ich gehe erstmal nach links. Gehweg. Ah, okay, hier geht's nicht weiter. Okay. Und hier ist Radioactive. Haha, neu auf unserem Kanal. Radioactive. Juhu. So, einmal hier durch. So, jetzt muss ich erstmal wieder orientieren. Da kamen wir her. Hier müssen wir, glaube ich, ja, von da kamen wir her, genau. Oh Gott. War das letztes Mal auch schon offen? Weil das ist ja hier der Raum, wo das Geschütz war. Das schon offen? Ich habe ganz ehrlich ein bisschen Schiss hier in kleinen Räumen. Gehweg, Gehweg. Okay, das passt. Hier unten ist was offen. Da geht es noch weiter. Ich mal erst durch die Tunnel hier weiter. Ich habe Paranoia hier, echt. Das ist schon wieder radioactive, das Ganze hier. Alter, Schockschwerebrot, ey. Ein gehärteter Stahlblock, hier geht's nicht weiter. Okay. Dann müssen wir doch dann da unten ins Löchle rein. Ist schon wieder radioactive. Habe ich hier gerade eigentlich. Gehweg, okay. Schockschwere Not. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Gepanzerter Block, okay. Schockschwere Not. Ja, ist das schon hier? Ne, das ist ein geretteter Stahlblock. Das ist schon mal gut. Gepanzerter Betonblock. Stahlblock. Gehen wir erstmal geradeaus weiter, sonst nicht, dass ich mich verirre. Stahlblock. Hier ist es offen. Ich glaube, hier gibt es irgendetwas, was hier nicht hätte offen sein dürfen.
Habe ich so das Gefühl gerade. Doch, Falltür, mehrmaliger Gebrauch. Doch. Clear Cave Inn, yes or no? Okay. Ich weiß nicht, ob ich schon da runter. Ich weiß nicht, ob ich da runter soll. Ich habe keine Ahnung, ich habe Angst. Ich gehe mal eben zurück. Hier geht's noch. So gescatteter Stahlblock. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Ding hätte jetzt hinten offen sein dürfen, die Falltür. Das weiß ich nicht. Ist doch keine Falltür. Bist du eine Falltür? Nein, du bist ein gescatteter Stahlblock. Wie schön das Spiel auch ist, aber ich glaube, es gibt hier dann doch noch den ein oder anderen Käfer. Also den ein oder anderen Bug. Geltender Stahlblock. Sieht mir doch irgendwie da. Falltüre. Einmaliger Gebrauch. Ja, nee, ist klar. Ey, hier ist aber auch schon wieder so eine Falltüre. Was ist da hinten? Geltender Stahlblock. Oder das heißt, hier muss ich runter? Hier darf ich runter? Clear Cave, yes or no? Panzert? So. Waren wir nicht gerade schon in einem gleichen Raum oder sowas? Clear Cave in, yes or no? Ich weiß es nicht. Viecher? Und das ist das, was wir oben da von dieser Station aus gesehen haben. Okay. Clear Cave in, yes or no? Weiß ich nicht. Ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von Schalterchen drücken, aber ich sag einfach mal ja. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. Ich höre nur was trapsen. Nachtigall, ich höre dich trapsen. Alter. Angst? Los und Vieh! Geh weg! Geh weg, du Abscheulichkeit! Geh weg! Bist du denn eine Falltür? Mehrmaliger Gebrauch. Ist hier noch was? Hallo? Ist hier noch was? Das ist noch ein Skorpion, okay. Aber wie bist du jetzt hier reingekommen? Gepanzerter Block, gepanzerter Block, gepanzerter Block, gepanzerter Block. Dass auf einmal so viele da unten waren, gepanzerter Block. Achso, schade. Ich dachte, die Drohne könnte dann auch schießen. Das war ja mal was gewesen. Ah, jetzt habe ich einfach Reload. So, wo kommen wir hier lang? Okay. Ich möchte lieber auf der Shotgun sein. Okay, das ist schon mal gut. 100er Futter haben wir schon mal weg. Da ist ein Tor offen. Ich weiß nicht, ob die ganzen Tore hier einfach offen sein sollten. Jetzt ist das Tor zu, okay.
zu Ende. Wo führst du denn hier eigentlich hin? Abscheulichkeit, geh weg, geh weg! Geh weg, du Abscheulichkeit. Was haben wir denn hier? Security? Release Quarantine. Geht dann das Tor offen? Nicht erlaubt. Release Quarantine. Jo, dann geht da ein Tor. Natürlich. Release Quarantine. Was ist, wenn ich jetzt wieder das hier drücke? Geht das? Dann geht das Tor wieder zu. Okay. Dann machen wir wieder auf. Release Quarantine, alles klar. Oh, jetzt habe ich mich gerade erschreckt. Oh meine Güte. Boah, das ist eigentlich ganz cool. Release Quarantine. Yes. Einmal Screenshot-Modus. Release Quarantine. Yes. So. Dann gibt es auch heute auch wieder ein Thumbnail für die heutige Folge. So. Also daher kam. Da kamen wir jetzt gerade her, ne? Ja. Ich habe irgendwie Schiss. Also wenn ich jetzt die Strukturen. Ich bin mir nicht sicher, wohin das hier führt. Wohin führt das denn erstmal hier? Ah, da unten, okay. Was bist du? Na, geht weg! Geht weg, geht weg! Geh weg! Geh weg! Hier, 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 hier. Waffe. Nein, 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 nein! Ich wollte nur die Tür zumachen. Ach, jetzt vertue ich mich auch noch mit den Tasten. Hilfe, Mami. Mami, Hilfe. Ich hab Angst. So viele Viecher. Gut, dass wir die schwere. Gut, dass wir die schwere Panzerung angezogen haben. Den schweren Schutzanzug. Ich möchte jetzt aber die Tür zumachen. Damit da bloß nichts aufgeht. Oder bloß nichts rauskommt. Sagen wir es mal so rum. Hilfe, Leute. So, und ich habe gesehen, dass hier schon wieder eine Tür offen ist. Ich weiß nicht, warum die ganzen Türen hier alle offen sind. Hier gibt es einen Alien-Container. Titanstäbe, Kraftstoffzellen, Neodymium-Barren. Okay. Können wir aufs Schiff zugreifen? Ja, wir könnten wieder aufs Schiff zugreifen. Das ist gut. Energiecore. Okay. Gibt es hier unten irgendwas? Ja, hier bleibt die Drohne hängen. Ja, hier gibt's nichts. Ich habe schon wieder was gehört. Ich höre so vieles. Ich will nicht so vieles hören. Auf jeden Fall, der Weg führt uns hier lang. Ist schon wieder eine Tür offen. Ich fasse es nicht. Alter. Schon wieder eine Tür. Oder ist das einfach nur ein Kraftfeld? Ist einfach nur ein Kraftfeld. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay. Hallo? Ist da jemand? Unheilvoller Gang. Schrank. Oh, eine Minigun! Yes, können wir aber nicht benutzen.
Geh mir bloß. Das noch so. Wie viele sind denn da noch? Geh mir nicht auf den Keks, Mann. Geh mir nicht auf den Keks. Power, okay. Clear Cave in, yes or no? Ich weiß nicht, ich sag einfach mal ja. Ach, warte mal. Ach, hier kamen wir hier raus. Ach, das war das. Das war das hier. Hier kamen wir raus mit Clear In oder Out. Aha, aber ich frage mich, warum das hier offen ist. Frage ich mich echt. Aha. Du bist in einer Explosion gestorben. Aha. Das zum Thema. Knöpfchen drücken. In der Nähe deines Todesortes. Nächste Medizinstation, Heimatbasis oder das Überlebenszelt. Aktueller Standort. Ach, natürlich. Das hätte ja auch so einfach sein können. Jetzt sind wir nackig. Ohne nix. Hat denn unser Schutzanzug überlebt? Nein, unser Schutzanzug hat eine aktuelle Haltbarkeit von 90 von 800. Wir müssen, gut, dass wir jetzt hier an der Canis Majoris sind, am CV, dann könnten wir unseren Schutzanzug reparieren. Also, erinnert mich bitte das nächste Mal daran, wenn es da irgendwo Knöpfchen gibt, kein Knöpfchen drücken. Nicht immer Knöpfchen drücken ist gut. Jetzt müssen wir erstmal an unseren Stuff wieder rankommen. Und die Reparaturstation jetzt einmal brauchen. Und es darf uns jetzt auch kein Vieh entgegenkommen, weil ansonsten ist dann... Jetzt muss ich erst an einer Anzugstation ausziehen, nackig machen. Hier hin, rein, reparieren, raus. Und jetzt Schutz und so wieder ablegen. Okay. Vielleicht mir einen leckeren Dino-Topf. Njam, 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 njam. Und dann gehen wir jetzt wieder zurück in die Base. Hätte ich doch hier vorne am Zelt spawnen sollen. Das wäre wahrscheinlich am besten gewesen. gut. Also, jetzt nochmal hier rein. Ab in den Dungeon. Plupp. Und jetzt hier durch. Alles klar. Aua. Beinchen. Achso, ich glaube hier... Ich meine aber auch, dass hier auch nichts nachspawnen dürfte. Deswegen könnten wir eigentlich relativ hier schnell durchrennen. Knöpfchen drücken. Ich habe es mir selber noch vorher gesagt gehabt, drück bloß keine Knöpfchen. Ja, betätige bloß keine Knöpfchen, weil es gibt immer nur Stress und dann mache ich das. Clear Cave in. Hm. Gehst du selber bei drauf. Ha! Sehr schön, sowas. Super Playthrough halt. Gut, ich will das aber auf jeden Fall heute zu Ende bringen. Wie gesagt, ich könnte jetzt sein, dass in 10 Minuten gleich ein Anruf kommt. Wichtiger Anruf, dann muss ich halt einmal einen Schnitt setzen. Einmal Pause. Ich glaube, hier sind wir lang. Ich glaube, geradeaus durch war das. Wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt hier nichts kommt. Mein Rucksack liegt da. Haltet doch die Klappe. Nee, nicht hier lang. Hier lang war das, glaube ich. Yes. Und bitte einmal den gesamten Stuff wieder zurück. Okay. So, hat das jetzt irgendwas gebracht? Es hat hier irgendwas explodiert. Es ist irgendwas explodiert. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie was gebracht hat.
Clear Cave Inn. Hm. Oh. Eine Notverpflegung finde ich sehr schön. Also ich hätte irgendwie nichts geklärt, ne? Muss ich jetzt mal, muss ich jetzt dazu sagen, hier auch nicht. Und hier auch nicht. Es hat hier überhaupt gar nichts geklärt, ne? Ich wollte es ja nur mal so gesagt haben, es hat hier nichts geklärt. So, das heißt, jetzt mache ich jetzt mal ganz kurz Spionski. So. Da sind wir schon erstmal safe, glaube ich. Das heißt, wir sind erstmal hier im Tunnel. So, hier haben wir noch so ein Alien-Skorpion hier liegen. Okay. Hier. Enemy detected in rubble. Proceed, yes or no. So, dann müssen wir von der anderen Seite kommen. So, und hier hinten sind noch so zwei Viecher. Die könnten wir uns eigentlich mitnehmen. Ja, und hier haben wir sie ja gesehen, ne? Was war? Öffnen. Aha. Interessant. Okay. Okay, also wir könnten jetzt noch. Also nach da könnten wir jetzt, um das jetzt hier zu clearen halt, ne? Ja, wo geht's denn hier lang? Kommt denn jetzt die Drohne hier nicht durch? Warum kommt die Drohne nicht durch? Wenn die Drohne nicht durchkommt, dann kommen wir doch auch nicht durch, oder? Okay, wir schauen jetzt einfach mal. Besser zielen, dann triffst du auch, oder wie war's? Das Tor ist auch offen. Ich glaube, das dürfte gar nicht offen sein. Range Skill. Zack. Level 25 erreicht. Jetzt sag mir nicht, hier spawnt jetzt wieder was Neues. Feiern zu kotzen. Oh Gott. Dieses Geschrei. Ich möchte dieses Geschrei nicht mehr hören. Kommen wir gar nicht hin. Drohne? Drohne, kannst du nicht drauf zugreifen? Auf die Ammo-Kisten? Ich dachte, das Ding könnte auch auf Kisten zugreifen. Hm. Na gut. Gehen wir weiter. Ich glaube, wir haben es auch jetzt gleich geschafft oder sowas. Ich weiß es nicht. Detected enemies and rebels, also Hordengegner, ist klar. Okay, aufs Schiff haben wir immer noch Zugriff, das finde ich eigentlich ganz gut. Eben schnell, ach Quatsch, das gehört hier gar nicht rein, eben schnell verräumen hier. Bevor vielleicht irgendetwas passiert und wir halt den ganzen Stuff hier halt verlieren. Das, was ich da jetzt drin habe, das könnte ich verkraften. Jetzt die Frage, komme ich jetzt hier runter oder hier lang? Irgendwie? Okay.
Wieso komme ich da dann jetzt nicht durch? Betonblock zerstört. So komme ich denn da jetzt nicht lang? Release Quarantine. Das Tor ist offen. Der Starblock, ich komme da nicht durch. Da fährt sich's nur runter. Warum komme ich denn da jetzt nicht durch? Warum komme ich da denn jetzt nicht durch? Habe ich jetzt wieder irgendwelche Knöpfchen nicht gedrückt, die ich hätte drücken müssen oder sowas? Yes, no. Aha. Das zum Thema keine Knöpfchen drücken. Keine Knöpfchen drücken. Ist das irgendwas, ist jetzt hier noch wieder explodiert? Hat sich hier vielleicht was getan? Yes, hier hat sich was getan. Clear Cave In. Ah ja, yes or no. Kann das sein, dass das hier irgendwie von irgendwas blockiert? So, und jetzt? Ach, Mann, ich will auch jetzt noch nicht runter. Ich bin noch ängstlich. Oh, Alter, ich will auch nur die Drohne starten. Entry forbidden. Da ist so ein Wachroboter, okay. Da läuft noch so ein Vieh rum. Bläh. Da läuft noch so ein Vieh rum. Da hinten ist ein Alien-Container. Und da ist der Kern. Da, seht ihr ihn? Da ist der Kern. Da müssen wir hin. Okay. Dann auf ins Gefecht, ne? CPU-Erweiterungskern, okay. Von da hinten bist du am Snipern, oder was? Was ihr könnt, kann ich auch. Haha. Nicht mit mir. Nicht jetzt, nicht heute. Lalalalalala. Wir nähern uns unserem Ziel. Das ist noch so eine ekelhafte Spinne. Ich habe da hinten einen Alien-Container gesehen. Okay. Die macht nichts. Die macht auch nichts mehr. Die macht nichts, sie will nur spielen. Rados Central Control Logs Administration Access Authorized. Small Vessel Detected by Long Range Scanners.
The door's opening. Ah ja. Okay. 79 Xeno-Stahlblöcke, eine Medizinstation, 13 Taskasium und eine Minigun. Hihi. Okay. Haben wir jetzt noch hier irgendwo Viecher? Jetzt sonst noch hier irgendwo etwas. Da. Oh, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Okay. So, hier oben. So, Stunde der Wahrheit. Gibt es jetzt hier gerade noch irgendwas, was mir jetzt noch hier gefährlich werden könnte? Nein. So, Stunde der Wahrheit. Okay, wir können den Kern zerschrotten, glaube ich. Ich glaube, der hat sich gerade zumindest deformiert. Yep. Jawohl. Okay, also doch kein Admin-Kern. Ha! Fake News, die mir hier unterbreitet werden. Fake News. Oh, wir haben den Kern raus. Oh, wie geil. Warum sich jetzt die Leiste eigentlich nicht? Fühlst dich wohl und ausgeruht. Das ist schön. So, das heißt, jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Oh, geil. So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück an die Oberfläche. Alter Schwede. Jetzt weiß ich nicht, ob es hier irgendwie einen schnelleren Weg rausgibt, als jetzt gleich wieder durch das Tunnelsystem durch. Alter Schwede. Das hat mich jetzt auch echt hier Nerven gekostet. Hey, gibt es immer noch irgendwo welche Viecher? Oh Gott. Achso, jetzt gehen die Türen auch nicht mehr automatisch auf. Ho, ho. Aber das heißt... Warte mal. War das keine Leiter zum Hochgehen? Nö, war es nicht. Okay. Das heißt aber... Block weg. So, mach die Tür bitte auf. Das heißt, wenn Block weg ist, dann können wir aber auch die anderen Blöcke hier alle demontieren, ne? Nur mal so, jetzt gerade mal so angemerkt, ne? Also theoretisch könnte ich mich jetzt hier auch durchgraben. Oh, den Alien-Container. Voll übersehen. Okay. Die Frage, wo es wieder rausgeht. So ein endloses Labyrinth. Oh. Auf jeden Fall kann ich euch das jetzt zeigen mit Kernen setzen und... Ah, okay. Uhu. Mal hier raus, bitte. Müssten wir jetzt nicht eigentlich schon oben sein? Mach's mir mal einfach. Ich grab mich jetzt einfach hier raus. Oh, Kinders, wir haben es geschafft und es ist Tageslicht. Wir haben es geschafft. Wir haben diese Base bezwungen. Wir haben sie bezwungen. Yes. So, eigentlich könnte ich hierauf drauf zugreifen. Ich glaube, das war jetzt unter Persönliches. Da habe ich, glaube ich, den Kern hier drauf. So, einmal Kern bitte. Gib mir Kern. Kern können wir dann jetzt nämlich hier setzen. Das nehme ich jetzt auch schon mal mit. Hat hier gerade irgendwas geschossen? Ja, irgendwas schießt hier. Ach, Kinders. So, dann müssen wir uns jetzt einmal ganz kurz einen Code, Kopie... Ach nee, kann ich noch gar nicht machen. Warte, wir machen das anders. Ich zeige euch eben ganz kurz den Code, der jetzt ausgeschmissen wird.
Abandoned Base. Und dann schreibe ich jetzt hier Call Recycle oder Call Destruct. Ich möchte gerne Call Recycle. Dann kriege ich nämlich die Rohstoffe und nicht die Blöcke. So, das kopiere ich mir schon mal. Das kopiere ich mir schon mal. Und dann gucke ich jetzt mal eben, ob ich... So. Ist jetzt F4, genau. Canis Majoris. Hätte ich jetzt gerne alles in... Kann identische Container nicht aufmachen, ist klar. Und dann die Abandoned Base, bitte. So. Kühlschrank, Munitionskiste. Munitionskiste, die sind alle leer. Cargo-Palette. Einfach alles rüber. Schießt tatsächlich was. Gucken wir einfach mal, ob der Platz dann auch hier auch ausreicht. Ich guck mal eben ganz kurz. Eigentlich müsste man auch... Steel Abandoned Base. Alles automatisch gruppieren. Frachtboxen. Eigentlich müsste man auf die... Alien-Container auch Zugriff haben. Muss mal ganz kurz gucken, wo die Alien-Container sind, weil man kann auch auf die Alien-Container zugreifen, weil die sind ja auch Teil des, weil die sind ja auch Teil NPCs. Spawnplatte, O2-Tanks, Ventilatoren... Bewegungsmelder, Explosivblöcke, Treibstofftanks, gepanzerte Blöcke, Einzeltüren. Komisch, warum man mich auf die Alien-Kerne nicht drauf zugreifen lässt. Gucken wir mal eben, dann nehmen wir mal eben hier, verwalten, Sauerstoff. Give me all your fucking Sauerstoff und your fuel, give me all your fucking fuel. Yes. So, dann ist das zumindest schon mal leer. So, dann gucken wir mal eben jetzt hier weiter. Cargo-Palette. Dass wir die mal eben hier alle ausräumen. Container Large. Frachtbox, mein Gott. Frachtbox 1, das ist so Kleinvieh halt, ne? Aber Kleinvieh macht nun halt auch Mist. Und eigentlich geht es ja eigentlich viel mehr um den, Ja, Sauerstoff wird entfernt, ja, alles gut. Und eigentlich geht es ja viel mehr um die... Alien-Container, die zu looten. Munitionskiste. Ja, seht ihr, Munitionskiste ist doch was drin. Munitionskiste 3, ein paar Raketen. Kann ja alles nicht schaden. Munitionskiste 4. Munitionskiste 5. Munitionskiste 6. Da ist nichts drin. Schrank. Schrank 1 ist nichts drin. Das hatten wir, glaube ich, dann geplündert gehabt. Schrank 2. Schrank 3. So. Der ist nichts. Abandoned Base. Alles klar. Gut, dann hätten wir das soweit. Dann gucke ich jetzt trotzdem jetzt mal eben ganz schnell im P-Menü nach. Alien-Geräte, Selbstschussanlagen, einfahrbar. Ausrüstung, Duschen, Konsolen, Schlafkoje. Frachtboxen 27, da haben wir jetzt gerade alle geleert, aber dass die Alien-Container hier nicht mit aufgelistet werden, das, das wundert mich jetzt gerade ein bisschen. So, die Munitionskisten haben wir auch gerade durchsucht. Signale, Sensoren. Find Control Room. Aha. Door-Detektor, Bewegungsmelder, Explosivblock. Wer weiß, was wir alles hier nicht ausgelöst haben. Lichtschranke, Schalter. Signallogik. Missile Explode.
Missile Death, Distraction Boom, Deploy, Suspend, Doom Awaits. Okay, interessant. Alles klar. Gut, okay. Das soll es jetzt so viel davon gewesen sein. So, der Kernname ist jetzt Core Recycle. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal von oben an, wie das ganze Ding jetzt hier zerlegt wird. Und dann bin ich auch soweit glücklich und zufrieden. Oh. So, ich würde mir eben ganz schnell was... Jam, jam, jam. Und dann gucken wir uns das mal eben aus der Drohnenansicht an von oben, wie das Ganze jetzt hier Stück für Stück zerlegt wird. Und es ist einfach nur ein herrliches Bild, dabei zuzusehen, wie das Ganze jetzt seinen elementaren Weg geht. Ah, und dann können wir gleich mal in die Box reinschauen. Ich kann auch mit der Drohne mal gucken gehen hier. Bäh, ja. Verschwommenes Bild wollen wir natürlich nicht haben. So. Wie gesagt, der nimmt jetzt Block für Block. Ja, ist ja gut. Block für Block nimmt der jetzt da runter, recycelt das und zerlegt es in seine Ursprungsrohstoffteile. Wie gesagt, ist eigentlich richtig, richtig, richtig cool, das Ganze. So kommt man dann auch an Ressourcen dran. Ach, da ist noch ein Bot, der da hinten rumläuft. Ach, da läuft ein Bot noch hinten rum. Ach, wie schön. Genau, den Alien-Container, den hatten wir gelootet gehabt, genau. So, das, was man beachten muss, ob jetzt Deconstruct oder Recycle, die Frachtboxen verschwinden dann einfach. Der Inhalt der Frachtboxen ist dann nicht so, wenn wir jetzt selber zerlegen, dass der Inhalt rausplöppt und dann noch selber noch einen Loot-Container hat, sondern der verschwindet einfach. Der ist einfach so puff, weg halt, ne? Das muss man halt dann mit beachten bei sowas. Und wie gesagt, das ist halt einfach irre, irre schön, das hier zuzusehen, wie das Ganze jetzt zerlegt wird. Wir könnten uns jetzt aber auch noch, vollständigkeitshalber, könnten wir uns jetzt noch den Bot von da hinten noch knallen, klatschen. Ich weiß nicht, ob das... Ah, das sind 180 Meter, das passt. Zack. Ja, gucken wir uns das weiter an. Wie das Ding in seine Einzelteile zerlegt wird. Und es ist halt auch ganz interessant, wie das jetzt Layer für Layer hier abgerissen wird. Ja, wie das Ganze halt einfach aufgebaut ist. Und wie gesagt, dieses Kreative zu haben, sowas zu bauen halt. Das, wie gesagt, also das hätte ich nicht, da würde ich auch niemals drauf kommen. Never ever halt, ne? Und das Ganze, das ist jetzt, wie gesagt, jetzt ein Beispiel, jetzt nur an dieser verlassenen Basis, aber das werden wir aber auf jeden Fall machen, wenn wir feindliche Strukturen angreifen. Nur wenn ich feindliche Strukturen angreife, dann wird das auf jeden Fall zum Tragen kommen. Hm, ist jetzt der Kern neutral geworden? Weil ich ihn einfach jetzt nur scheiße platziert habe, oder was? Um Bruchstücke aufzusammeln, ja. Jetzt hört er auf, weil ich den Kern einfach kacke platziert habe. Zack. So, yes. Kern, Name, und das müsste jetzt wieder passen. Tim abbauen. Außer der jetzt eine neue ID gekriegt hat, aber das glaube ich nicht, dass er jetzt eine neue ID gekriegt hat. Ja, okay, Kerne platzieren ist natürlich dann jetzt auch wieder gekonnt. 1001, passt das noch? Ja, 1001. Dann passt die Geschichte wieder. Wir gucken uns das jetzt wieder weiter an. Wir könnten jetzt auch mal gucken, mal eben ganz schnell. Ich hatte das ja... Box 01.
was da schon zusammengekommen ist. Gesteinsmehl, Eisenbarren, schon über einen Stack voll, Kobaltbarren, Siliziumbarren, Neodym, Kupfer, Irestrum, Satium, Xenosubstrat, Titanstäbe. Also da kommt ein ganzer Haufen zusammen. Das muss man halt sagen. Es kommen halt wunderschöne Rohstoffe zusammen. Du müsstest die Waffenplattform sein, genau. Ich glaube, du bist der persönliche Ordner, genau. Ha! Genau. Ganz genau. Gewehrpatronen, Munition. Das ist, habe ich jetzt erstmal alles da reingeschmissen. Ja, aber das sortiere ich dann offscreen. Außer hier liegt jetzt Essen drin. Das muss jetzt natürlich nicht sein. Alienzahn, das brauchen wir zur Herstellung. Das muss ja jetzt natürlich nicht verderben. Achso, genauso wie das Essen, was ich jetzt hier im Tisch habe, im Inventar habe. Das kommt daran, das kommt da rein und du und du, ihr kommt dort rein. Dann könnte ich eigentlich in der Anzugstation den eigentlich ablegen. Und dann gucken wir uns hier noch weiter eben zu. Kriegen wir die... Ach, jetzt habe ich kein Jetpack. So geht's auch. So, gucken wir uns das Wunderbare von hier oben jetzt noch weiter an. Na, die Lower Levels, die Lower Decks hier. Wie die jetzt hier ein nach dem anderen abgerissen werden. Hier hinten sind noch Alien Container. Sind noch Alien Container. Ich weiß gar nicht. Müssten wir eigentlich Zugriff drauf haben? Bis hierhin? Ne, doch nicht. Schon ein bisschen weit. Aber wir müssten eigentlich auch soweit alles zerlegt haben. Soweit auch alles aufgenommen haben. Bis auf einen Alien-Container, glaube ich. Genau, hier sind wir dann runtergehüpft. Da läuft noch eine kleine Alienspinne lang. Das kann sie ja machen, das ist ja schön. Da sind ein paar Frachtboxen, die verschwinden jetzt da hinten. Hier sind die Terminals, die wir gehackt haben in der Folge davor. Ja, wo wir soweit alles das, was wir an Informationen rauskriegt, an Informationen rausgekriegt haben. Hier war auch noch ein Bewegungssensor drin. Muss ich denn lang? Da muss ich lang. Ach, da ist noch eine Abscheulichkeit, die wir vergessen haben, aber sie kommt jetzt auch nicht mehr hier hoch. Gucken wir mal, ob wir sie kriegen. Ne, die werden wir nicht kriegen. Gucken wir uns das ganze, das herrliche Spiel von oben nochmal an. Wieder halt Layer für Layer halt einfach abbaut. Und wie gesagt, also ich würde da niemals drauf kommen, sowas so Schönes zu bauen. Das ist der Hammer. Ja, da läuft die Abscheulichkeit. Puff. Da stürzt was ein. Hier waren wir auch, soweit ich weiß. Puff. Und so stürzen halt auch nach und nach so ein paar Sachen halt einfach ein. So, Abscheulichkeit. Haha, erwischt. Und es gibt halt, und das gibt es halt einfach ganz viele, massig Ressourcen. Blaster, Verteidigungsdrohne. Ich glaube, jetzt können wir auch alles irgendwie freischalten. Ich glaube, jetzt haben wir genug Punkte, um alles freizuschalten. Glaube ich. Boing, boing, boing. Schalten wir nochmal eben alles frei. Auch da gibt es Höhlenpolarisationsschilder. Okay. So, kleines Raumschiff haben wir alles. Jetzt kommt das große Raumschiff. Raketenwerfer, Pulslaser, Artilleriegeschütze. Bohrlaser. Buff. Gebietsbeanspruchungsgerät, CPU-Erweiterung T4.
Lasergeschütztürme, Artilleriegeschütztürme. Oh, und ich glaube, da müssten wir eigentlich jetzt alles freigeschaltet haben. Was geht? Ich glaube, weiter geht's auch gar nicht als 25. Oder es, glaube ich, gibt nicht mehr Sachen zum Freischalten. Von den Waffen ist jetzt auch alles freigeschaltet. Okay. Drohnenansicht. Wobei, ich könnte die Abscheulichkeit noch schnell looten. Du hast einfach nur Deko. Mal hier durch. Den da hinten haben wir auch zerlegt. Ich gucke jetzt noch einmal hier durch. Einfach jetzt hier ganz entspannt einmal kurz durchgucken. Ob ich nicht doch noch irgendwas vergessen habe an Alien-Container. Aber ich meine, wir müssten eigentlich jeden Alien-Container erwischt haben. Oder? Ich meine schon. Dass wir soweit alles erwischt haben. Ja, Kontakt zu meiner Drohne. Ja, ja. Gibt es noch Generatoren? Den Eulenschalter haben wir gedrückt. Hinten gab es einen Schalter. Ja, ja. Alles wunderbar. Und das, ja. Könnte ich der ganzen Zeit echt zuschauen. Oh, was ist denn jetzt wieder mit meinen Beinen hier schon wieder los? Das ist, muss ich den Subwoofer noch weiter wegstellen? So. Dass ich, entspannt mein Bein hier ausstrecken kann. So. Müsste jetzt eigentlich durch sein. Ich wollte eigentlich die Folge gar nicht so lange laufen lassen heute. Aber, wie gesagt, es sieht einfach herrlich aus. Ich finde das herrlich und es hinterlässt halt einfach ein großes, großes, großes Loch. Das ist ein Stahlblock. Wie gesagt, ich gucke jetzt einfach mal, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe. Ich meine nämlich nicht. Zumindest nicht an Kisten. Oh, du kleines Krabbelvieh. Oh, du kleines Krabbelvieh. Oh. Oh. Und wir sind noch nicht. Und wir sind noch nicht durch, ne? Und wir sind da noch nicht durch. Es geht ja noch weiter. Es geht ja noch tiefer, ne? Es geht ja noch tiefer. Da hinten kommen jetzt erstmal die Alien-Blöcke, da hinten, wo der Kern war, ne? Und wenn wir uns das an Rohstoffen anschauen, wie viel Gesteinsmehl, aus wie viel Gesteinsmehl diese Basis bestanden hat und aus wie vielen Eisenbarren. Satium, Xenosubstrate, Titanstäbe, Zaskosium, Erestrum, ganz wenig, Kupfer, Neodym, ne? Aber aus wie, also, ne? Also überwiegend aus Gesteinsmehl und Eisenbarren und Titanstäbe, woraus diese Basis bestanden hat, ne? Das ist halt einfach unglaublich. Unglaublich, würde ich sagen. Okay. Ich würde sagen, das wird jetzt noch 5 Minuten dauern oder sowas, bis das hier komplett abgewrackt ist. Da würde ich sagen, langweile ich euch jetzt nicht mehr mit weiter. Ich warte das jetzt hier ab und fliege zur Basis zurück. Ich wollte es euch auf jeden Fall mal gezeigt haben, wie das mit dem Abwracken so funktioniert. Das war jetzt der Recycling-Mode, also dass wir jetzt halt die Rohstoffe zurückkriegen. Es gibt dann aber auch noch den Deconstruct-Mode. Dann kriegen wir tatsächlich beim Deconstruct bekommen wir tatsächlich
die Blöcke zurück, die verwendet worden sind. Also dann die Stahlbarren, die gehärteten Stahlbarren, Stahlblöcke, keine Ahnung, Betonblöcke, weiß der Geier was. Also alles das, was hier an Blöcken verwendet wurde. Also wir würden auch die Geschütztürme wieder kriegen, die Bänke, die Kühlschränke, die Generatoren, etc., etc., etc. Das würden wir dann als gesammelte Blöcke, würden wir das dann zurückbekommen. Ja, so viel dazu. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich einfach mal sagen, hinterlasst mir euer Feedback. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.